Hallo meine frugalen Freundinnen und Freunde, willkommen bei meinem DM-Haul. Ich war heute ganz kurz Probearbeiten bei uns im Rewe. Vielleicht habe ich Glück und die stellen mich ein. Das Feedback war auf jeden Fall bis jetzt ganz positiv, also drückt mir die Daumen, dass das dann klappt. Da habe ich endlich wieder eine Arbeit. Naja, okay. Aber genau, ich war noch kurz im DM. Ich hatte letztens Geburtstag und da hatte ich noch einen 10% Rabattcoupon in der App erhalten und den wollte ich dann jetzt einmal nutzen. Und da habe ich dann einmal bzw. zweimal die Recycling-Taschentücher gekauft für meinen Mann, der 100er-Pack, für 1,35 € die Packung. Im DM, im Rossmann kostet es 1,39 € das Päckchen und hat sich das aber tatsächlich gelohnt, da ich ja jetzt ausnahmsweise 10% Rabatt bekommen habe. Genau. Und dann, also die sind für meinen Mann und für mich die Kosmetiktücher. Die benutze ich ja anstelle von Taschentüchern. Ich brauche das nicht so in dick. 200 Stück sind da drin und 100 Stück für meinen Mann. Es gibt im DM auch noch eine 160 Stück Packung. Das ist dann aber dreilagige Taschentücher. Die hatte ich einmal geholt. Die mochte mein Mann aber überhaupt nicht. Er möchte lieber die vierlagigen. Deswegen habe ich die dann auf jeden Fall mitgenommen. Gut, dann zweimal zwei Boxen für mich und zwei Boxen für meinen Mann. Dann für mich neue Haargummis für 1,99 €. Ich möchte mir die Haare, beziehungsweise ich werde mir die Haare jetzt regelmäßig richtig zusammenbinden müssen. Und da möchte ich unterschiedliche Haarfrisuren ausprobieren. Und deswegen habe ich denn jetzt mal so dünne braune Haargummis mitgenommen. Ich habe ganz viele dicke. Aber das, klar, da klappt das mit dem Haarebinden stellenweise nicht so gut. Und deswegen habe ich jetzt mal dünne noch mitgenommen. Ich wollte eigentlich noch so ein paar Haartools mir holen. Ich war auch im Rossmann, aber weder im Rossmann noch im DM hatten sie die. Ich kenne das bestimmt, diese Schlinge, um den Zopf so einmal in sich selbst durchzuziehen und auch so ein Band, damit man sich einen Dutt macht, gab es früher bis zum Erbrechen. Nicht ein einziges hatten sie, weder im Rossmann noch im DM, verstehe ich nicht. Also werde ich es dann jetzt bei Amazon bestellen. Aber das werde ich dann tatsächlich erst am Wochenende machen. Da werde ich mir dann auch schon bunte Sachen noch mitholen, damit meine Haare ein bisschen lustiger aussehen. Gut, und dann kommen wir zum Cashback-Produkt. Und zwar gibt es aktuell die Aktion, dass man die WC-Ente gratis testen kann. Das kaufe ich so oder so. Tatsächlich, mein Mann mag den Geruch sehr gerne. Und deswegen, ich hatte keine mehr, da kam mir das sehr gelegen, dass es das aktuell zum Gratistesten gibt. So, die Haargummis 1,90 €, die 1,35 € die Taschentücher und die Kosmetiktücher, ich glaube auch 1,35 €. Ja, genau. Und das, die WC-Ente 2,45 €. Also insgesamt hätte ich 9,80 € bezahlt. Aber durch den 10%-Coupon waren es dann 8,82 €. Und jetzt habe ich auch noch mal gratis bekommen, ich glaube, ein Axe-Duschgel oder Deo. Es gibt ja aktuell die Aktion, wenn man einmal was gekauft hat, kriegt man ein Gratis-Produkt für den nächsten Einkauf. Da werde ich mal schauen, ob ich das überhaupt hole, was es da so gibt. Naja, ich hatte auch was Besseres gekauft, aber was soll's. Ja, mal auf hohem Niveau. Auf jeden Fall war die Kassiererin tatsächlich so nett und erklärte mir, dass meine Payback-Karte gar nicht aktiviert sei in der App, ob ich keine hätte. Hatte ich aber eigentlich hinterlegt, habe dann tatsächlich die Payback-App nochmal gescannt und dann Payback-Punkte bekommen. Was mich ärgert, ist, dass ich eigentlich einen 15-fach-Coupon habe. Der wurde aber irgendwie nicht genommen und ich habe also nur 4 Payback-Punkte bekommen. Und nicht das 15-fache, verstehe ich nicht. Vielleicht wende ich mich noch am Payback oder so. Naja, egal. Gut. So, 8,82 €. Wenn ich 2,45 € zurückbekomme, sind wir bei 6 €, lass mich nicht lügen, 37? Nee, 38? Nach einem Ries, bin mir ganz sicher. Gut. Damit bin ich dann auf jeden Fall sehr zufrieden. Genau, und 4 Payback-Punkte noch, das wären 4 Cent, die man auch nochmal runterrechnen könnte. Die Lebensfuchs macht das ja sehr gerne. Gut, ich war gestern einkaufen, zweimal sogar, das habe ich aber nicht gefilmt und auch in der letzten Woche bin ich nicht dazu gekommen.
Ich war wieder in Stimmung noch irgendwas. Es ist ja so schwül warm, dass man gar nichts machen kann. Deswegen gab es letzte Woche kein Video von mir. Ich werde mal schauen, ob ich eine Monatsabrechnung, bis eine halbe Monatsabrechnung noch nachreiche. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das tun werde. Gut. Ja, aber ich komme wieder ins Schwafeln, merke ich gerade. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Versucht euch nicht zu anzustrengen bei der Hitze, ist das ja kaum zu ertragen, beziehungsweise bei der Schwüle. Ich hoffe, bei euch ist es anders. Aber soweit ich das von anderen gehört habe, ist es deutschlandweit drückend schwül warm. Naja, Sommer- und Klimawandel halt, da kann man nur wenig gegen tun. So, ich werde Donnerstag nochmal Probe arbeiten müssen. Da war ich heute 2 Stunden, bin ein bisschen länger geblieben, weil es etwas voller war. Und Donnerstag mache ich nochmal 2 Stunden Probearbeiten. Bis jetzt habe ich nur positives Feedback bekommen. Es würde mich echt freuen, wenn ich da eine Stelle bekomme, weil ich da nur 5 Minuten mit dem Fahrrad hinfahren muss. Und die Bezahlung ist erträglich, tatsächlich. Ich hätte eine Stelle haben können in einem Rewe im Nachbarort, wo eine Freundin von mir arbeitet. Aber der Chef war so unfreundlich, so rüde seinen Mitarbeitern gegenüber. Und da hätte ich auch nur Mindestlohn bekommen. Also ich hätte 45 Minuten fahren müssen mit Bus und Bahn, beziehungsweise mit dem Auto 20 Minuten, um dann angebafft zu werden, bei jeder Kleinigkeit für 12 Euro. Da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir nicht an. Insbesondere, weil der Rewe hier nebenan bei uns besser bezahlt und der Chef und alle anderen wirklich super, super nett sind. Da kann man nicht meckern. Also drückt mir die Daumen, dass ich die Stelle bekomme. Und wir hören uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!